Ja, so, hallo. Ja, wie ihr vielleicht jetzt gerade, wenn ihr auf dieses Video klickt, bemerkt habt, werdet ihr merken, dass heute leider, und wie schon im Titel steht, leider heute keine Folge Call of Juarez Gunslinger kommen wird. Das liegt daran, dass ich komme jetzt gerade aus der Aufnahme, weil mir bei der Aufnahme nämlich was passiert ist. Und zwar habe ich rund 50 Minuten aufgenommen, fast eine Stunde. Und da meinte dann entweder das Spiel oder das Aufnahmeprogramm, der Loilo Game Recorder, weil das momentan das einzigste, das einzigste Programm ist, womit ich Call of Juarez ganz länger aufnehmen kann, weil wir vielleicht von den ersten drei oder vier Folgen gemerkt haben, da habe ich mit Fraps aufgenommen und mit Fraps ist die Performance von dem Spiel nicht gerade sehr gut. Das heißt, ich werde mir demnächst entweder eine neue Grafikkarte oder einen neuen Rechner eventuell kaufen müssen, zwangsläufig. Oder ich muss hier generell mal was ändern. Jedenfalls, wie gesagt, nach diesen 50 oder fast einer Stunde, Minute, ist halt das Spiel komplett eingefroren. Hatte zwischenzeitlich mal zwei Frames, mal ein Frame. Und diese Aufnahme, die existiert zwar. Also, aber ich kann sie weder abspielen, noch steht da, wie lang die ist. Also, sie existiert zwar, ist ein bis ist 63 GB groß, aber ich kann sie nicht benutzen. Ich kann mit ihr nichts anfangen. Ich kann sie nicht weiterverwenden. Ich kann nichts das. Ich werde sie noch behalten. Vielleicht hat jemand von euch einen Vorschlag, dass ich die Folgen eventuell da noch nachreiche. Denn ich erzähle euch jetzt einmal praktisch, bis wo wir gekommen sind. Also, wir sind dann jetzt an der Mine gewesen, sind jetzt zur Mine reingekommen und dann hatten wir zwei Wege zur Auswahl. Entweder gehen wir direkt in die Mine rein oder wir nehmen einen Geheimgang. Wir haben erstmal den richtigen Weg reingenommen und dann haben wir uns auch auf einigermaßen gar gut durchgeschlagen, sind also ein bisschen weiter runtergekommen, dann in ein Dynamitlager und da sind wir dann ein paar Mal gestorben, ich glaube so 8 Mal hintereinander, weil wir es immer wieder verkackt haben. Und dann ja, dann lief es dann darauf hinaus, dass einer der NPCs eine Kugel abgefeuert hat. Die war zwar geplant, dass das ist alles gut ist alles gut gewesen und das ganze Dynamitlager flog uns praktisch um die Ohren und wir mussten schnell fliehen. Und dann kam er dann am Ende des Ganges, dann ging es halt nach draußen und dann ein riesiger Abgrund, wo wir halt drauf geklatscht sind. Und dann, das war's also im Prinzip dann. Und dann halt der zweite Weg, dann dort wir dann halt mit Leitern oder genau, sind wir dann eine Leiter runtergeklettert, sodass wir uns halt ein bisschen anpirschen können. Und es hat auch einigermaßen gut geklappt und dann sind wir dann in den nächsten Bosskampf geraten. Und dieser Bosskampf, Alter, der war richtig hart. Der ist richtig hart. Also ist, wie gesagt, schade, dass ich euch die Folgen nicht nachreichen kann. Vielleicht auch gut so, seht ihr vielleicht mein Fail nicht so ganz. Und ja, während des Bosskampfes, der meiner Meinung nach ziemlich unfair ist, der gute Boss, ich weiß jetzt, hab den Namen jetzt gerade nicht parat. Jedenfalls schmeißt der nicht nur, also der will nicht nur uns mit Kugeln bewerfen vor allem erledigen, sondern auch mit Dynamit, das er auf uns nach unten wirft. Wir sind halt so in so einer kleinen Arena, könnte man sagen, und er von oben schmeißt dann das Dynamit halt runter. Und ja, wie ich viel gesagt, ich finde das alles ziemlich unfair, muss ich sagen. Aber macht es auch wiederum spannend und dann hat er dann auch noch seine Handlanger, die uns dann auch permanent terrorisieren und uns beschießen und hast du nicht gesehen und jedenfalls alles ziemlich unfair. Wie gesagt, dann ist es passiert, dann ist die Aufnahme abgekackt. Das heißt, wenn wir jetzt die nächste Aufnahme demnächst starten, ich muss irgendwie gucken, wie ich das hinkriege, ob ich eventuell mit Fraps dann weitermache oder mir nochmal eine Alternative nehme, die dann hoffentlich auch funktioniert, womit ich dann auch Spiele aufnehmen kann, die mit Fraps halt nicht so gut laufen, dass das alles dann funktioniert. Jedenfalls dann heute für heute keine neue Folge von Call of Juarez. Ich weiß auch nicht, wann es jetzt, ob es jetzt direkt morgen denn schon weitergeht. Ich, weil ich heute
am Freitag noch ein bisschen viel vorhab. Der Samstag ist auch so ein bisschen verplant. Also ich werde, vielleicht geht's eventuell erst am Sonntag mit Call of Juarez weiter. Das muss ich alles noch sehen. Und müssen wir gucken. Jedenfalls, ne, wisst ihr Bescheid, warum heute keine neue Folge kommt. Ich bitte das zu entschuldigen. Und ja.